Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee Hey, mit Let's Play vermisst. Gothic 2 auf Pelzig. So, Bring mir. jetzt will ich eine Motto wissen. Ah ja, El Bastardo, das hat dann schon Zähne gekostet. Ich bin ja mal gespannt. Moment, halt mal eine Gaula. Wir haben ja mittlerweile genug Hey, Lernpunkte. Wir können sie wieder vermisst laden. du? Wir können sie wieder lernen. Es ist ganz Laden. dran. Ja, das sagt immer nur das selber. Okay, El Bastardo. Mehr geht eh nicht? Okay. Okay, mehr geht tatsächlich nicht, das ist etwas Panne. Dann stell. Und Erzwaffe können wir nicht beibringen. Okay. Dann lassen wir so ein El Bastardo machen. Okay, wird gerade benutzt. Was macht dann der El Bastardo? Gucken wir es uns ja gerade mal an. 120 für 110 Stärke. Und ein Handtalent Bonus 8. Ja, das finde ich jetzt eigentlich auch nicht so lohnenswert. Drauf geschissen. Okay, ich habe gedacht, der könnte uns eventuell auch noch Erzwaffe zeigen, aber das kann wahrscheinlich nur Bennett. Das heißt, wir hätten die Ausbildung bei ihm durchaus machen können, wenn wir zu den Söldner gehen. Du hättest aber nicht sehr viel dafür gehalten, dass wir uns das Söldner angeschlossen hätten. Und ja, dann wäre es das gewesen. Und jetzt gehen wir nochmal durch zu unserem Haufe am Schiff von der Paladiner. Da ist überall noch Gedöns unterwegs, ja. Überall noch Ritter. Aber die sind ja nicht unmittelbar am Schiff. Das ist ja nicht Schiffswache. Da wird ja überall so ein Schiffswache stehen. Davon lasse ich lieber die Finger. Okay, Laris hätte man theoretisch auch noch mitnehmen können. Ja, der Paladin hier in voller Montur wird auch nur als Ritter bezeichnet. Wir haben alles. Wir haben unser Superschwert mit der Träne Innos. Wir haben unser super Rüstung. Wir haben sonst alle Leute beisammen, die ich haben wollte. Wir haben Gorn, Diego, Bennett, Wolf, Lee, Jorgen, Anger, Milton und Lester und Vatras. Sehr schön. Wie viele Leute sind es dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Insgesamt kann man auch nur 9 mit, Leute mitnehmen. Dann passt es doch. Okay. Gut. Lee. Okay. Dann sprechen wir doch mal mit dem Chefe hier, mit Jorgen. Hier. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Du brauchst ein Schiff, eine mindestens 5-Mann starke Mannschaft und die eine Seekarte, nach der ich navigieren kann. Habe ich alles. Erst wenn ich sehe, dass du alles zusammen hast, werden wir in See stechen. Okay. Ich habe alles parat. Mein Kapitän steht da. Meine Maximalbesetzung von 9 Mann ist hier. Und Schiff organisiere ich mir jetzt. So, ich bin euren Chef hier. Moment. Wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Ja, Gandalf. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Puh. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Hallo, ich bin Ritter. Misstraust du mir, Ritter? Nein, ich befolge nur meine Befehle. Dann solltest du wissen, wer hier den höheren Rang hat. Ja, Sir. Hiermit befehle ich dir, mir Zugang zum Schiff zu gewähren. Verstanden, Sir. Zugang wird gewährt. So einfach kann es sein, wenn man Paladin ist, ne? Schiffswache. Ja, ich darf aufs Schiff. Ich habe den höheren Rang. Du hätten wir noch... da liegt noch Rohstahl rum. So. Rohstahl. Und wenn wir unterwegs sind an Bord, können wir auch nochmal ein paar Erzbrocke, glaube ich, noch abflattern. So, jetzt gucken wir doch nochmal, was wir da Schickes hin. Aber Schmiede haben wir auf jeden Fall, wo sich Bennett austoben kann. Das ist doch schon mal sehr nett. Ein 50er Letterbeitel und ein 25er Letterbeitel. Genug Rohstahl habe ich auch, wenn ich selber irgendwas Nettes schmiede will. Und was ist dann da noch? Da ist noch ein mittlerer Mana-Trank. Und ich glaube, die haben auch noch Erz an Bord. Ein Letterbeitel nochmal zusätzlich hier. Das ist ein 50er. Zum Glück ein falscher 50er.
Was ist hier noch drin? Hier ist nichts in der Regale. Hans anscheinend alles raus. Okay, hier ist auch nichts mehr. Das Schiff gehört jetzt jo offensichtlich mir. Also ich habe zumindest die Erlaubnis zu Betreter. Ich weiß nicht mehr, wie das als Drachejäger war. Das kann ich do leider nicht mehr sagen. Aber als Magier gehören wir jo im selber Order a, wie die Paladine. Beziehungsweise wir gehören jo beide als Magier und als Ritter beziehungsweise Paladin zur Kirche. Nur dass die Paladiner die Streiter sind und die Magier sind die Priester. Dementsprechend gehören sie aber trotzdem beide im Innos Order a. So, ich wusste doch, hier war noch was. Da war noch ein... Ah, das ist ein Attributssteigernder. Mit viel, viel Glück, ihr liebe Leute, könnte es ein Stärketrank sein. Gucken wir doch gerade. Es ist ein... Ja, da ist er. Ein Stärketrank. Perfekt, Stärke plus 3. Das können wir sehr gut gebrauchen. Ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwo Erz drin. So... Da nix. Aber schauen wir noch mal. Das erinnert mich immer so an Monkey Island, an der erste Deal. Wenn man da unterwegs ist, Richtung Monkey Island, und man sich dann auf dem Schiff umgucken muss, damit man nützliche Sachen nochmal findet. So wie Mole Rat Fat hier zum Beispiel. Mole Rat Fat. Oh, ganz ekel gesagt. Noch ein Leatherbeutel, noch ein Trank. Ja, finden wir schon gute Sache, so ist nett. Aber ich habe eigentlich echt gedacht, dass wir hier noch Erzbrocke finden. Ein Letterbeutel und einen Ring. So, ein weiterer attributsteigernde Trank haben wir leider nicht, aber ein Geschwindigkeitstrank war dabei. Bei der Ringe gucken wir doch 8 Grad Moll, Ring der Verteidigung. Erzhaut, Geschicklichkeit, Feuerring, Erzhaut. Ich würde sagen, wir legen diesen Geschicklichkeitsring ab zugunsten von so einem Ring der Macht. Da kriegen wir nämlich auch noch zusätzlich Stärke mit dazu. Kann auch nicht schaden. Dann müssen wir jetzt bei 97 sein, ne? Genau, 97 Stärke und 69 Geschick. Geschick, da ist mittlerweile eigentlich eh egal. Weil mit Taschendiebstahl habe ich hier eigentlich jetzt nichts mehr am Hut. Ich kann nur noch mal Crew ausrauben. Beziehungsweise bestehle, wenn wir dann in See stechen. Da ist noch eine nette Spruchrolle. Ich glaube, das ist Schlaf oder Vergessen. Ah ja, das sind mehrere. Auch noch mit einem Wolf oder irgendwas war da noch. Da ist noch eine Buchkommode. Was Spannendes dabei zu lesen, oder? Nee, mal wieder nur das Gedöns. Da könnte ich dann als Magier auch noch Alchemie und Rune herstellen. Und dann gehen wir nochmal hoch. Und nachdem wir uns hier kräftig umgeguckt haben, können wir theoretisch die Leute an Bord holen. Die Schmiede ist ja auch hier. Die Kapitänskajüte müsste dann da sein, genau. Hier over findet sich noch ein Leatherbeutel. Das ist immer gut. Leatherbeutel nehme ich doch immer gern. Generell ein ziemlich schönes Schiff, muss ich sagen. Ich mag ja generell so Segelschiffe sehr gern. In meiner Abschlussfahrt von der 10. Klasse damals, in der Mittelstufe, war ich auf dem Segelschiff mit meiner Klasse zusammen auf dem Eiselmeer in Holland segeln. Das fand ich auch unglaublich cool. Das war echt genial. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Obwohl das nur so ein kleiner Einmaster war, hat mir das auch alles extrem gut gefallen. 6 Bette. Und hier ist nichts mehr für uns. Okay. Das sind dann die Mannschaftsbaracke. Hier ist dann der Speisebereich mit Küche. Finde ich an sich auch ganz schön gemacht. Und dort dürfte dann die Kapitänskajüte sein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das kriege ich dann erst auf dem Weg. Hui, jetzt hat nur die Grafik ein bisschen rumgespunnen. Aber wir schauen uns noch die ganze Letterbeitel an, die wir kriegt hin. Gewitter erleid. Wenn ich jetzt kleine Nebenquests nicht gemacht habe, dann tut's mal leid, wenn ihr die unbedingt hätten sehen wollen. Aber ich finde, mit dem, was wir jetzt eigentlich so gemacht haben, sind wir ganz gut durchgekommen. Ich mache auch nicht jede Nebenquest. Das ist auch nicht Sinn und Zweck von einem Let's Play, wie gesagt. Das ist wäre ein Walkthrough, wenn ich das machen würde. Aber wir sind ja hier, um Spaß zu haben. Und dass wir die wichtige Sache einfach nochmal sehen können. Und mir war es jetzt in der letzten Episode... Ach Gott, leckt das wieder. Mir war es in der letzten Episode tatsächlich auch sehr wichtig, einfach den armen Schweine im Minental noch ein bisschen zu helfen.
und dass die von ihrer Belagerung befreit werden. Der Rest ist Lord Hagen überlassen. So. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch, eher mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Okay. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Okay, interessant, dass der Kajütenschlüssel des Kapitäns hat, aber... So, jetzt geht lauter... Jetzt geht die bunteste Truppe an Bord, die man sich vorstellen kann. Der A-Führer, der Söldner von Onas Hof, mit dem sie ewig im Kriege lecker hin, die Paladine. Kor Anga so als Vagabund, ein Drachejäger, ein Wassermagier, ein zerlumpter Dieb in Schattenkluft, so ein anderer Rumtreiber, noch ein Bandit hier, der Wolf, ein Schmied von der Söldner, ein Kapitän und ein Feuermagier ist ja auch noch dabei. Also das ist wirklich ein extrem bunter Haufe und das Ganze wird argeführt von einem Paladin. Finde ich schon ziemlich geil. Okay. So, wir speichern hier nochmal allerletztes Mal in Korinis, aber der Spielstand wird jetzt mehrfach überschrieben. Von daher egal. Ja, das haben wir ja eigentlich auch erledigt, zur vollsten Zufriedenheit, aber trotzdem behalte ich den Spielstand noch bei. So, wir machen wieder über die Yankee 3 und das ist jetzt mein Gebiet hier. Ah, ich habe doch gewusst, dass hier noch Erzbrocke waren. Das Gesetz der Insel. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, muss das gemeinsame Leben geregelt werden. Ob das im Kloster, in der Stadt oder auf dem Hof des Großbauers ist, so wird jedes Verbrechen wieder der Gemeinschaft bestraft. Im Sinne der Gemeinschaft ist es nicht erlaubt, Schlägereien anzuzetteln oder sich in solche verwickeln zu lassen. Ebenso ist Diebstahl ein Vergehen, das nicht ohne Folge bleibt. Und auch die Schafe stehen unter dem Schutz des Gesetzes. Wer gar einen anderen Menschen niederschlägt und ermordet, muss damit rechnen, auf der Stelle gerichtet zu werden. Und wer dem entgehen kann, muss eine hohe Strafe zahlen. An allen großen Orten führen Männer das Amt des Rechters aus. Ihnen wird zugetragen, welche Taten geschehen, und sie fordern die Strafe ein, auf dass der Frieden wiederhergestellt wird. Das muss mit Doppel-S geschrieben werden. Sorry, ich kann nur nicht anders. Denn wer Opfer eines Vergehens wird oder solche bezeugen kann, wird nicht gut auf den Täter zu sprechen sein. Es gibt natürlich auch Volk, das sich nicht um die Gesetze schert, vor allem Banditen und Söldner. Ja, aber auch die haben ihr Regeln untereinander, würde ich sagen. So, jetzt lädt's schon automatisch und wir kommen direkt in die Filmsequenz hier rein. Alles düster hier, alles schwarz. Ja, hier ist den anscheinend auch gekommen. Sehr düstere Gegend hier, das Ganze. Kapitel 6. Die Hallen von Iadorath. Jetzt sind wir da. Ja, hat es ein bisschen von der Grafik her gehapert hier bei der Videosequenz ganz kurz. So hat es ein bisschen rumgefusselt. Und jetzt sind wir hier auf Monkey Island. Natürlich auf Iadorath. Alles im Griff? Klar doch, wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen. So, gucken wir doch mal in den Schiffsalltag. Ah, den könnte ich mitnehmen. Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Okay, dem sei Kopfschmerzen kriegen wir in den Griff, wenn wir hier den Endboss gelegt hätten. Weil der Endboss natürlich, ach,
so ein Belia-Auserwählte ist, wie wir ja schon von der Drache gehört haben, dass das so der direkte Auserwählte von Belia ist, der von Belia selbst auch den Befehl gekriegt hat, dass die andere Drache ausschwärmen noch Corinis. Und Lester müsste es ähnlich gehen. Und ja, sowohl Kor'Anga als auch Lester waren jo Mitglied im Orden des Schläfers, in der Bruderschaft des Schläfers und standen somit mit dem Erzdämon, mit dem ersten Auserwählter vom von Belia, dem Schläfer direkt in Kontakt. Warte also mal. Wundert's nicht, dass die hier auch diese Belia-Sache ziemlich heftig hen. Weil sie halt mit diesem Dämon Belias in Verbindung standen, kriegen sie halt Kopfschmerzen, wenn sie auch in der Nähe von so einem Belia gedöhnt sind. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen was geklaut. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Ja, krieg ich vielleicht. Wie sieht's so aus? Ich brauche Training. Schaden kann's nicht. Nö, definitiv nicht. Zwei Handwaffe haben wir aber schon auf dem Maximum. Zwar nicht Maximum, aber haben wir schon bis zum Meistergrad gelernt. Das lassen wir jetzt mal außer vor. Wir könnten nochmal eine Runde mit Lee schwätzen. So, Kumpel. Hey. Hier. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Mhm. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Gut. Das passt an sich auch ganz gut, weil Lee wollte ja eigentlich aufs Festland. Das ist jetzt unser erster Zwischenstopp, nachdem wir jetzt Lord André hier das Schiff, Lord Hagen das Schiff gemobst haben. Und ja, dann will Lee ja eigentlich aufs Festland. So, dann hier. Joink. Wie steht's? Musstest du unbedingt Bennett mitnehmen, Mann? Wo ist das Problem? Ach, gar nichts. Ist schon gut. Erledige deine Aufgaben und dann schnell weg hier, okay? Der scheint ja nicht sehr begeistert zu sein. Training? In welcher? Bla bla bla. Okay, bei dem könnte ich theoretisch auch noch gut Armbrust lernen, wenn ich das Bedürfnis hätte. Gorn, der will was zu tun haben, den könnte ich mitnehmen. Der könnte mit mir zusammen kämpfen. Bennett, hast du was für mich? Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile absolut scheißegal, wer hier Söldner A gehört und wer Paladin ist. Jetzt sitzen wir alle im wahrsten Sinne des Wortes im selben Boot. Welche Waffe? Nur die besten. Das weißt du doch. Okay, Bennett hat auch noch Waffe zu verkaufen und Erzbrocker. Die Erzbrocker hole ich mir doch. Ansonsten hat er noch El Bastardo. Das könnte ich theoretisch, hätte ich das gelernt bei Harad, könnte ich das auch machen. Aber ich glaube, ich investiere mein Zeug in Stärke. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Hm. Aber sonst... Herausforderung ist doch gut, oder? So, da wird's dann nicht so schnell langweilig. Bei Diego kann ich Bohre und Schick. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Corinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Ja. Mit diesem Vorposten? Das ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Mhm. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Mhm. Das merken wir uns auf jeden Fall, weil das werden wir auch brauchen. Dann hätten wir noch trainieren. Trainiere mich. Was brauchst? Dann könnte man Bogen und Geschicklichkeit bei ihm skillen. Und... Vielleicht kann... Bla bla bla. Da hätten wir noch Dietriche. Die holen wir einfach standardmäßig, weil ich immer etwas gierig auf Dietriche bin. So ein schon Kurzbogen ist ja der letzte Quatsch. Das brauchen wir nicht. Wo sind dann Watras und Milton? Laborwasserflasche? Okay. Hier ist Watras. Hey, du. Hier. Lehre mich deine Fähigkeiten. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Schade, dass ich von Benedikt noch Schmiede lernen kann. Ja, das bisschen könnte ich jetzt auch noch lernen für Alchemie. Machen wir aber mal nicht. Und... Kannst du mir etwas verkaufen? Was brauchst du denn? Du habe ich ja schon großartig angekündigt. Der hat... Oh, sogar zwei Pflanzenkronstöckel. Stuhnkröckel. Mhm. Der hat sogar zwei Flaschen parat. Eiswelle. Holen wir uns auch gleich mal zwei davor. Ansonsten hat er jetzt leider nichts Besonderes mehr. Hey, du. Und er hat noch was gehabt. Welchen Rat, genau? Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Hm. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster,
sehr stark schaden kann. Ja. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, das ist schon mal was. Und hier gibt's natürlich auch Suchende. Ist ja irgendwie auch logisch, weil diese Mistviecher von Suchende selbstverständlich diesen großen Drachenmeister dienen. Und dementsprechend ist es nur logisch, dass die hier auch mehr oder weniger ihren Hauptsitz haben. So, Wolf hatten wir ja schon. Lester. Okay. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Okay, mit dem ist auch erstmal nichts. Und Milton. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Na. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Hm. Ja, du lachst da noch. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Ajo. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. So, dann... Wie sieht's hier aus? Ich will meine magischen Fähigkeiten verbessern. Ich werde mein Bestes geben. Blabla. Das wäre unser Mana-Lehrer. Okay. Dann... Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Sehr gut. Ja, der hat... der hat aber viel Tolles. Der hat noch gepflanzt Kronstöckel und der hat eine Drachenwurzel parat. Sehr, 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 sehr schön. Feuerwurzel, Halbpflanze, Feuerkraut, Feuernessel, Heilwurzel, Sumpfkraut, Feldknöterich. Elixier der Heilung. Okay, perfekt. Da können wir ja definitiv noch... Moment, war da noch was? Ah ja, einen Heiltrank kann ich noch geben. Gut, 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 gut. Dann würde ich das sagen. Wir gehen nochmal eine Runde Getränkebraue. Huch, Gorn flitzt hier rum wie ein rosa Flummi. Und dann gehen wir doch nochmal an den Alchemietisch, solange Vatras hier noch am Lese ist. 12.44 Uhr. Ja, mittlerweile ist eh egal, weil wir dann in das Höhlesystem und in den Tempel reinkommen. Spezielle Tränke. Ich will einen Stärketrank. Mal zufällig noch? Zu wenig. Schade, da habe ich jetzt meine ganze Drachenwurzel anscheinend schon aufgebraucht. Aber das macht nichts. Das macht nichts. So, dann werden wir dann den Schenne-Trank. Da ist er. Sehr schön. Nom, 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 nom. 100 Stärke sind wir jetzt. Perfekt. Dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt noch unsere Fähigkeiten in Stärke investieren können. Bennett. Ich. Ein. Bla bla bla. Okay. Sind wir bei 10 und. Komm wieder, wenn. Ja, scheiße. Nicht genug Lernpunkte mittlerweile dafür. Nee, Mist. Okay. Uns fehlen noch 5 Lernpunkte. 5 Stärkepunkte, dass wir auch das fette Ordensschwert tragen können. Aber immer hier. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Dafür hat es sich doch mal richtig gelohnt, auch das ganze Zeug zu. Die ganze Orks abzuschnetzeln, damit wir hier nochmal richtig gut in Stärke investieren konnten. Das wird uns jetzt definitiv helfen, weil, ja, wer hätte es gedacht, hier sind auch Orks unterwegs. Wer hätte es gedacht? Komm her, du Sausack. Und... So. Okay. Nette Sache. Das haben wir jetzt ganz gut gemeistert. Die Ork-Elite hat jetzt leider nicht den Kriegsherrering dabei. Eieieiei. Das Schiff sieht echt schon geil aus. Das muss man definitiv sagen. So. Mittlere Ork-Axt. Oh, da hinten sind noch Feuerwaraner. Und die könnte man uns theoretisch auch mal trauen. Waage. Und nicht Waage im Sinne von ohne R, sondern ranwagen, habe ich gemeint jetzt. Okay, so, 3 Feuerwaraner. Wir probieren sie einzeln rauszufischen. Okay, das wird nichts.
Die Biester sind machbar mittlerweile. Dank der sehr guten Rüstung, die ich dort trage, ist das definitiv machbar. So, sehr schön. Und viele Erfahrungspunkte geben die Biester auf jeden Fall auch. So. Wenn ich wieder zwei Level gemeistert habe, kann ich nochmal zu Bennett zurückkehren und nochmal 5 Stärkepunkte mir holen. Dann sind wir auch in der Lage, unser geiles Ordensschwert, unser richtig aufgepimptes Ordensschwert mit der Träne Innos aufgepimpt, dass wir das Ding auch führen können. So. Und puh, Gott sei Dank, denn du reingestürzt. Sonst wäre es eine etwas größere Sache gewesen, da wieder rauszukommen. Okay. Das sind ja derzeit nur die gammliche Höhlesysteme vor Irdorat. Ich glaube, am Ende haben wir da noch eine Halle, wo ein Troll drin steht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und durch die Stärke sind wir jetzt auf jeden Fall, kriegen wir jetzt die ganze Biester etwas fixer hier. Da sind nochmal ein paar Orks. Schaut es denn hier aber aus? Das sind auch nochmal Orks. Nur einer. Ein Schamane mitsamt Wag. Machen wir den Ork mal so fertig. Den Fehler wie Minetal mache ich nicht nochmal. Von wegen, bist du ein freundlicher Ork? Und dann kannst du mit mir reden. Und dann macht er mich einfach fertig. Das mache ich jetzt zweites Mal. Geil. Also echt geil. Nur dafür, dass es halt das Spiel von 2002 ist, finde ich einfach die Darstellung ziemlich geil. Wo die Achse ziehgeflogen ist, weiß ich nicht zur Sache. Deswegen ist mir diese mittlere Ork-Axt oder was es ist, oder die leichte Ork-Axt, jetzt erstmal absolut schnurz. Okay, da kommt ein ganzer Pulk wieder marschiert. Vor dem Schamane soll ich mich ein bisschen schützen. Und die Ork-Elite ist mein erstes Ziel. So, Ork-Elite ist gelegt. Dann ist der Schamane der nächste, der mir gefährlich wäre kann. So. Gut. Und dann ihr kleine Kompagnons dazu. So, komm mal her. Ihr seid so viel wert wie die Hunde, die ihr dabei habt. So. Rein von ihrer Erfahrungspunkte einfach mal. So. Weil ich das eigentlich auch schade finde, dass man gegen die Tiere immer kämpfen muss. Und dass man nicht vielleicht die Möglichkeit hat, die Tiere in Ruhe zu lassen. Weil, egal ob in Spieler oder in... Ja, in echt vor allem. Egal ob in Spieler oder in Filmer oder so, ich sehe das ungern, wenn Tiere sterben. Und natürlich sehe ich das auch ungern in echt, wenn Tiere sterben oder gequält werden. Sowas hasse ich wie die Pest. Und bei Spieler muss ich mich auch immer so ein bisschen überwinden, dass ich nur die Tiere einfach niederschnetzel. Und, komm schon. Zack, zack. Und wenn, dann bin ich eigentlich auch immer dafür, wenn ein Tier stirbt, dann sollte man es eigentlich auch wirklich völlig verwerten. Alles raushole, was rauszuhole ist. Weil sonst wäre das ein unnützer Tod und ich halte nichts davon, dass Tiere sinnlos sterben. Wenn, dann muss das auch einen Sinn haben. Dann muss das auch... Ja, wenn, dann muss halt wirklich alles rausgeholt werden, was rauszuhole ist. So... Da haben wir jetzt auch nochmal einen ganz schön riesigen Pulk hier, der sich da versammelt hat. Das wird auch mal letztlich die Tat für heute sein. Ich muss heute tatsächlich mal sehr zeitig Schluss machen, weil gerade Pizza im Ofen ist und die darf nicht abbrennen. So endlich mit einer geile, selber gemachte Pizza. Und die würde ich ungern abbrennen lassen. Okay. Nicht so gut. Das lief ja nicht so gut hier. Kommen sie nochmal anmarschiert? Ja. Und dann kommt man mit zum Schiff hier, Idioten. Da haben wir viel lustige Leute für euch parat. So, dann kommt doch mal her. Dann kommt doch mal her. Hier sind lauter lustige Leute, die sich sehr auf euch freuen. Hoffe ich doch. Diego? Na also, geht doch. Bennett ist auch dabei. Gut, einer ist tot.
Gut. Puh, okay, Glück gehabt. Aber man hat ja gehört, wie überall die Schwerter gezogen wurden. Also, wenn, dann sind sie auch dabei, die Jungs. So. Aber ich will auch jetzt keinen Gorn oder so mitnehmen, um ganz ehrlich zu sein. Weil die behindern dann auch eher. Und wenn die hier niedergeschnetzelt werden, dann fühle ich mich noch schlecht. Das brauche ich nicht. Das muss ich nicht haben. So, orkisches Kriegsschwert haben wir ja noch. Oh ja, Bennett steigt einfach mal über seinen Amboss. Das finde ich auch fair. Statt einfach mal außen rumzugehen, warum auch nicht. Aber sobald ich wieder da vorne bin, ihr liebe Leute, mache ich meinen Cut, weil die Pizza ist gut und die hätte ich wirklich nur sehr, sehr ungern angebrannt. Und ich freue mich schon die ganze Spielzeit über drauf. Die ist dann eine halbe Stunde im Ofen. Das ist genau richtig. Und mir läuft jetzt schon mit das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur dran denke, ich liebe jo Pizza. Ich bin ja der absolute Pizza-Fan und Freak. So, die reine Lebensenergie zwitschern wir uns noch rein und das auch noch. Und dann würde ich doch sagen, wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir dann in die Halle von Irdora 3 gehen werden. Also machen's gut und bis morgen dann, euer Yankee.